Ja, und damit herzlich willkommen, Leute. Willkommen zu diesem neuen Video. Und heute schauen wir uns nochmal das Thema Cabrio-Verdeckversiegelung an. Das wird sehr, sehr interessant. Wir gucken uns das neue Produkt hier von Sonax an, auf diesem wunderschönen Golf Cabrio. Und ich werde gemeinsam mit euch hier das Stoffdach versiegeln. Ich wünsche euch viel Spaß. So, und hier haben wir mal das wunderbare Auto. Das solltet ihr vielleicht noch aus einem der letzten Videos kennen, wo es auch nochmal um das Thema Cabrio-Verdeckversiegelung ging. Das Auto ist wieder da und ich habe das Dach hier soweit vorbereitet. Das Einzige ist, wir müssen hier natürlich nochmal ein paar kleine Sachen mit der Fusselrolle runternehmen. Das ist mein erster Tipp, den ich euch gebe. Also, nachdem ihr das Auto komplett gewaschen habt und auch hier das Dach komplett gereinigt habt, müsst ihr noch 2, 3 Vorbereitungsschritte machen. Einmal vielleicht nochmal mit einer Fusselrolle drüber gehen, um hier die letzten Staubreste runterzunehmen oder vielleicht nochmal das eine oder andere Tierhaar oder was auch immer, falls mal was auf dem Dach liegen sollte, was nicht beim Waschen runtergegangen ist. Und ihr müsst natürlich hier diese Kanten vorne abkleben, wo ihr potenziell mit dem Applicator dann auf den Lack oder auf hier in dem Fall auf die Folie raufkommen könnt. An den Fenstern hier bei dem Auto ist es eigentlich okay. Ich würde es hier nicht abkleben, kann man machen, müsst ihr selber entscheiden. Aber hier an diesen kritischen Stellen wie hier hinten oder hier vorne, an der Frontscheibe, da würde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen Klebeband nutzen, um das Ganze ein bisschen zu schützen. Und dann schauen wir uns mal hier das Sonax Fabric Coating an. So, also hier haben wir so eine Kante, wo das Dach auf diesen Gummi trifft. Und da können wir jetzt das Dach öffnen und dann das Klebeband umschlagen. Ihr müsst es einfach bei eurem Fahrzeug dann schauen oder bei dem Cabrio, den ihr dann halt einfach hier behandeln wollt, ob ihr das öffnet, das Dach, und dann das Klebeband klebt oder ob ihr das auch im geschlossenen Zustand einfach drauflegen könnt. Und in dem Fall lässt sich das eigentlich sehr, sehr gut machen. Man geht genau hier vorne an der Kante lang und kann das wunderbar abkleben. Und das mache ich natürlich dann hier komplett einmal die Front vorn rüber und an den kritischen Stellen im hinteren Bereich schauen wir jetzt auch nochmal. Hier ist auch nochmal so ein Dichtgummi mit eingezogen, das heißt auch in dem Fall hinter der Chromleiste einfach nochmal ein bisschen Klebeband einfach nutzen, um das hier zu schützen, damit wir uns hier das Fabric Coating nicht unbedingt auf den Dichtgummi schmieren und dann wieder was abwischen müssen und mehr Arbeit. Dann kommen wir vielleicht wieder auf das frische Coating hier auf dem Stoffdach. Und so klebt euch einfach die Stellen ab, wo ihr einfach, das ist einfach zu merken, überall dort, wo ihr potenziell vielleicht Kontakt haben könnt mit etwas anderem, außer mit dem Stoff. Das heißt hier zum Beispiel mit so einer Gummidichtung oder mit der Glasscheibe oder was auch immer. Das ist hier schön gemacht und besser gesagt sehr vorteilhaft, weil die Glasscheibe locker einen Zentimeter unterhalb hier des Stoffes ist. Das heißt, man kommt mit dem Applicator nicht drauf. Also abkleben, ganz, ganz wichtiger Schritt. Den nächsten Tipp, den ich euch auf jeden Fall mitgebe, nutzt nochmal hier so eine Fusselrolle, weil ihr damit einfach auch hier seht, hier diese kleinen Fussel, die einfach nochmal kommen können durch Wind oder so. Oder wenn irgendwas hier in eure Halle an Wind reinkommt und da einfach ein bisschen Schmutz nochmal mit reinträgt, könnt ihr das hier mit so einer Fusselrolle einfach nochmal komplett aufnehmen und habt diese ganzen kleinen Fusseln dann nicht auf dem Dach mit versiegelt. Und das Dach wirkt einfach viel kräftiger von der Farbe her, hat nicht mehr diese Fusselanteile mit dabei. Und das geht sehr, sehr schön. Ihr seht auch hier, was in so einem Stoffdach an Fusseln noch drin steckt, obwohl es komplett frisch gewaschen ist. Aber das steckt natürlich komplett in der Struktur drin. Das heißt, einfach so ein Tipp, geht nochmal mit so einer Fusselrolle. Ich denke mal, ihr werdet das ganze Dach hier bei der Größe, braucht ihr vielleicht 3 Blatt hier von diesen Abreißblättern. Ich mache das dann immer hier so im ersten Drittel des Stückes und dann gehe ich einfach hier mit dem Arm nochmal hinten drüber. Und so fahre ich jetzt nochmal über das ganze Dach, soweit ich komme von der Reichweite, und dann gehe ich auf die andere Seite einfach hier gleichmäßig hin und her. So. Und dann seht ihr hier, da kommt einiges an Fusseln noch raus, die man einfach nicht mit versiegeln möchte. Wenn ihr das Auto bzw. auch das Dach soweit vorbereitet habt, können wir starten hier mit dem Sonax Profiline Fabric Coating für Innenbereich und Außenbereich. Heute hier auf dem Cabrio-Dach natürlich nochmal prädestiniert für so einen Langzeittest auch. Und hier 1 Liter. Und ich muss ganz klar sagen, von der Anwendung her finde ich das sehr, sehr einfach gemacht, weil es gibt auch keine schwierigen Ablüftzeiten und so weiter. Ich gebe euch jetzt alle Infos mit, erstmal für euch zum Teil. Als erstes natürlich komplette Vorbereitung, erledigt. Dann nehmt euch hier einen Sonax Applicator Schwamm. Und hier, wichtiger Hinweis, nutzt bitte keinen Mikrofaser-Applicator, weil da können wieder Fusseln drin sein und der saugt sich auch viel zu stark mit Produkt voll. Deswegen nehmt hier diesen gelben Sonax-Applicator-Schwamm oder was ähnliches und natürlich das Produkt. Und dann gebt ihr euch hier immer ein bisschen was von diesem Produkt in den Schwamm rein. Im Anschluss, ich zeige es euch dann, wie gesagt, nochmal natürlich komplett in der Durchführung, aber erstmal hier trocken sozusagen, geht ihr mit dem Applicator-Schwamm auf das Dach und reibt das hier gleichmäßig ein. Und da am Anfang ein bisschen so euren Flow finden, dass ihr das möglichst schön und gleichmäßig verteilt, dass ihr das auch auf dem Dach schön und gleichmäßig hinbekommt. Weil manchmal hat man hier so Stellen, wo echt viel Produkt ist, dann ist es hier nach 30 cm schon nichts mehr im Schwamm drin, da muss man wieder komplett nachfüllen. Und deswegen zeige ich euch dann auch nochmal einen Trick, wie ihr das ein bisschen kreativer machen könnt.
Auf jeden Fall gleichmäßig auf dem Dach verteilen. Eine schöne gleichmäßige Schicht. Das wird dann auch ein bisschen dunkler. Das Dach sieht dann auch feucht und nass aus. Und jetzt kommt das Schöne, wie ich finde, bei dem Produkt. Ihr müsst jetzt nichts irgendwie noch an großen Aufwand betreiben. Wichtig ist, das Fahrzeug dann in Ruhe stehen lassen. Mindestens eine Stunde. Und so lange, schreibt auch nochmal selber. Das Ganze wird auch nochmal von der Imprägnierleistung unterstützt, wenn ihr das zum Beispiel in die Sonne stellt und da sozusagen ablüften lasst und antrocknen lasst. Oder wenn ihr das zum Beispiel mit einer Wärmelampe noch zusätzlich unterstützt. Also Wärme ist sehr produktiv hier an der Stelle, sehr positiv. Nochmal schütteln, zieht euch Handschuhe an. Sorry für die leichte Unordnung hier. Sind natürlich auch hin und wieder mal die ein oder anderen Workshops. So, dann Kappe. Lege ich erstmal hier vorne hin. Und dann gebt ihr euch was. Ich bin Rechtshänder. Gebt euch einfach ein bisschen was hier in diesen Schwamm rein. Und ihr werdet natürlich von mir hier die ungeschönte Wahrheit bekommen, wie immer, wie das von der Anwendung ist. Also das saugt sich erstmal schön voll. Ihr seht, der einzige Nachteil, den wir jetzt hier hat, man kann nicht so richtig einschätzen, ob die Menge ausreicht. Das heißt, man muss dann einfach anfangen, das Dach hier damit zu versiegeln. Und ihr seht schon, das sieht jetzt bei euch total nass aus. Das lüftet aber sehr schnell ab, beziehungsweise verschwindet auch sehr schnell im Material. Und das ist, wie ich finde, so ein kleiner Nachteil, wenn ihr euch das hier nur in diesen Schwamm reingebt, habt ihr, wie ich finde, keinen richtig schönen großen Überblick, wie viel ihr verbraucht. Und das ist, wie ich finde, so ein kleiner Nachteil. Das heißt, vom Verbrauch her reden wir hier nicht über 10 Milliliter, sondern ihr werdet schon für so ein Cabrio-Dach schon nicht einiges, aber schon deutlich Produkt nutzen müssen, damit diese Schichtdicke auch aufgebaut wird und auch die Menge an Versiegelung sich auch im Dach dann wiederfindet. Also ihr könnt nicht hier mit 3 Tropfen das ganze Dach versiegeln, das funktioniert nicht. Ihr braucht definitiv doch, sagen wir mal, ein bisschen was an Produkt hier, um das gleichmäßig hinzubekommen. Also einmal hier mit diesem Applicator, könnt ihr das auch im Kreuzband machen. Und hier ist es halt ganz, ganz wichtig, echt darauf zu achten, dass das sehr schön gleichmäßig passiert und auch dieser Versiegelungsfilm gleichmäßig aufgebracht wird. Und deswegen zeige ich euch jetzt nochmal einen Trick, wie ihr das noch ein bisschen kreativer machen könnt und einfacher. Und dazu nehmen wir uns hier so eine Schale, wo man hier diese kleinen Roller nutzt für die Wandbemalung oder was auch immer zum Streichen. Und ich habe hier vorne einen Schaumstoff drauf. Jetzt gebt euch hier ein bisschen Produkt in diese Schale rein. Das müssten jetzt maximal, ich schätze mal so, vielleicht 20 Milliliter insgesamt. Dann saugt euch hier diese Rolle voll. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr das ein bisschen abstreicht, das Produkt bleibt natürlich immer hier drin und es lüftet auch nicht ab, könnt ihr das wunderbar hier rollen. Es schäumt auch ein bisschen auf, das ist aber kein Problem. Ihr seht, ihr könnt das wunderbar somit verteilen. Ihr könnt auch gerne eine größere Rolle nutzen und ihr bekommt auch alles an Produkt oder nahezu alles wieder aus dieser Rolle raus, wenn ihr leichten Druck gebt. Das heißt, hier bei so einem Applicator bleibt relativ viel zurück, weil ihr den nicht so schön komprimieren könnt. Und hier habt ihr einfach, wie ich finde, einen deutlich geringeren Verbrauch und nutzt auch wirklich am Ende alles an Produkt, was ihr euch in diese Rolle hier reingemacht habt. Und kommt auch um jede Rundung rum, hier erstmal auf dem Dach oben. Und das ist eine echt coole Sache, wie ich finde. Und am Ende lasst ihr das einfach ganz normal abtrocknen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wichtig ist, dass dieser Benetzungsfilm, den ihr hier drauflegt, dass der 100% gleichmäßig aussieht und nicht fleckig. Und ihr seht hier, ich sehe es auch hier bei euch auf der Kamera, es wirkt jetzt alles ein bisschen heller, weil es natürlich nass ist, aber wir fahren das Auto dann raus in die Sonne. Und so könnt ihr das wunderbar machen, also entweder mit dem Applicator oder halt mit so einer kleinen Schaumstoffrolle hier auf dem Dach verteilen, geht absolut spitze. Und ihr habt wirklich das Maximum auch an Produkt in diese Rolle drin und den Vorteil, dass ihr auch alles wieder aus der Rolle rausbekommt. Und vom Handling her ist es sehr, sehr entspannt. So macht er das fertig und im Anschluss fahren wir das Auto raus und dann geben wir der Sache auf jeden Fall so mindestens 1-2 Stunden Zeit, aber ich lasse es bis nachmittags dann ablüften und dann treffen wir uns sozusagen heute Nachmittag wieder und schauen uns das Abperrverhalten an. Eigentlich ziemlich einfach. So, jetzt schauen wir uns das mal gemeinsam an hier vom Ablaufverhalten und Abperrverhalten. Ich glaube, das sollte sehr, sehr schick sein und ja, auf jeden Fall sehr schönes Abperrverhalten. Wie gesagt, ich will nicht das ganze Dach jetzt hier nass machen, weil das Auto muss gleich wieder raus auf den Hof und deswegen nicht das ganze Dach fluten und ja, wird auch gleich wieder abgeholt dann. Also sehr, sehr schick und ich nehme das Ganze natürlich auch für euch in den Langzeittest, aber bis hierher erstmal sehr, sehr schick sieht das aus. Cool, cool. Was kann ich euch bis hierher mitgeben zum Sonax Fabric Coating?
Von der Anwendbarkeit ist es super einfach, wie ich finde. Es ist auch absolut einsteigerfreundlich. Das heißt, wenn ihr noch nie ein Cabrio da versiegelt habt und wenn ihr die ganzen Vorreinigungsschritte macht und natürlich auch alles ordentlich abklebt und alles super vorbereitet, dann solltet ihr auch spätestens, wenn ihr die Versiegelung auftragt, eigentlich keine Probleme bekommen. Es lässt sich sehr einfach auftragen, auch mit diesem Applicator-Schwamm. Könnt ihr gern nutzen. Ich muss sagen, das geht aber hier mit so einer Rolle auch sehr, sehr zuverlässig. Ihr könnt euch das hier entweder auf die Rolle drauf geben, aber nehmt einfach hier so ein kleines Schälchen und dann macht es wie, als würdet ihr praktisch eine Wand streichen. Und genauso funktioniert es auch, egal ob ihr das jetzt vertikal oder jetzt in dem Fall einfach horizontal habt, die Ebene. Das geht sehr, sehr zuverlässig. Das Schöne ist auch, ihr bekommt das ganze Produkt aus dieser Rolle auch wieder raus, indem ihr einfach ein bisschen aufdrückt. Also mein Tipp an euch, testet es gerne mit so einem Applicator aus. Aber probiert auch mal die Variante, ist wirklich sehr, sehr schick. Als Vorbereitung, wie gesagt, komplett reinigen und hier auch nochmal mit der Fusselrolle drüber gehen. Und nachdem ihr das dann einfach gleichmäßig aufgetragen habt, lasst ihr das mindestens eine Stunde auch in Ruhe. Und ich kann es auch voll bestätigen, was Sonax hier auf die Webseite mit draufgeschrieben hat in die Anleitung, dass das in der Sonne deutlich schneller aushärtet und auch sehr zuverlässig. Und das hat auch gut funktioniert. Keine Schlieren, keine Wolkenbildung, keine ungleichmäßige Oberfläche. Es ist alles schön komplett gleichmäßig. Und man sieht auch schön beim Auftragen selber, wo ist schon Produkt drauf und wo nicht, weil sich das natürlich deutlich in diesen Nassfarbton einfärbt. Es sieht halt einfach so ein bisschen nass aus, diese Oberfläche. Und das ist auch sehr einfach von der trockenen Oberfläche zu unterscheiden. Das heißt, ihr habt doch nie eigentlich, meiner Meinung nach, das Problem, dass ihr sagt, war ich jetzt dort schon? War ich dort noch nicht? Bin ich vielleicht auch mal zweimal über so eine Stelle drüber gegangen? Und wenn, ist es auch überhaupt kein Problem. Es lüftet wirklich sehr schön gleichmäßig ab. Also Anwendbarkeit, absolut einen Daumen nach oben dafür. Viel, viel Spaß beim Nachmachen und wenn Fragen sind, gern unten in die Kommentare rein. Und hierzu erstmal definitiv Daumen nach oben. Funktioniert sehr schön und sehr einfach und sehr zuverlässig. Bis zum nächsten Mal, Sebastian. Ciao.